Etwas mehr nach vorn. Ja, so ist es besser. Oder? Dorian, ich bitte dich, wie lange willst du dich damit aufhalten? Ich warte jetzt nicht mehr länger. Wir sind sowieso viel zu spät dran. Du siehst doch, dass ich beschäftigt bin. Sag Tante so, dass ich es leider nicht einrichten konnte. Gut, also dann auf Wiedersehen. Danke, Mrs. Leaf. Na, wie gefällt's dir? Ich hab's dir doch gesagt, das Bild ist einfach wunderbar. Aber kein Mensch kann so vollkommen sein. Früher oder später, du wirst das sehen. Niemals. So hab ich's doch nicht gemeint. Dorian, bitte. Du hast mich jetzt ganz falsch verstanden. Sprechen wir nicht mehr darüber. Was ist denn mit dir, Dorian? Gar nichts, was soll denn sein? Du hast dich verändert. Du bist irgendwie anders geworden. Oh nein, mein Schatz. Ich werde mich nie verändern. Das Bild vielleicht. Aber ich niemals. Das würde mir nicht gefallen. Das möchte ich nicht. Ich soll alt und hässlich werden und du sollst ewig jung und schön bleiben? Du würdest mich verlassen. Entsetzlich, sich vorzustellen, dass du alt wirst. Du würdest mich doch verlassen. Wenn ich nicht mehr jung und schön bin, dann bedeute ich nichts mehr für dich. Ganz gleich, wie mein Inneres aussieht. Das Innere. Wer will denn das schon wissen? Wen interessiert denn das? Wir betrachten nur die Schönheit und weiter gar nichts. Sybil, es tut mir leid, ich kann mit dir nicht ins Theater kommen. Ist es wieder wegen Henry? Er will mich mit einigen Freunden bekannt machen. Sicher Leute mit viel Geld und Einfluss, hm? Selbstverständlich. Reiche und einflussreiche Leute, die bestimmt gewöhnlich sind und vermutlich auch ein scheußliches Inneres haben, aber von außen schön anzusehen sind. Bitte, tu, was du willst. Das habe ich auch vor.